Servus Leute und willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Und heute geht es darum, wie man mehrere Sinusboards nutzen kann mit einer Lizenz, weil man weiß, bei einer Lizenz gibt es nur maximal zwei Sinusboards, aber wie erstellen wir mehr Sinusboards? Es gibt mehrere Varianten, ich zeige euch erstmal eine Variante, weil die anderen weiß ich nämlich nicht, und zwar nennt sich diese Variante mehrfache Installation der Sinusboards. Wie? Ganz einfach, und zwar wenn es hier auf meinem V-Server sind, natürlich noch sehen, ihr könnt es auch was weiß ich wo machen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Sinusboard Nummer 1 Variante. Ich zeige euch das mal ganz kurz. So, die 8087 so ist der erste Sinusboard bei mir. Und zwar wenn wir auf Settings gehen und dann auf Instances und dann auf Add Instanzen machen und hier mal Test eingeben, kommt bei uns Limit Exhausted, also das heißt Limit ausgereicht, dass wir keine Sinusboards mehr machen können, nur noch für Discord. So, keine Werbung kurz mal zwischendrin, und zwar starten wir am Samstag einen wunderschönen Livestream, meine Damen und Herren. Da erstmal schon einschalten, in 2 Tagen geht's dann los. Das heißt, am Samstag, also übermorgen, am 7.9. um 21 Uhr geht's los. Und weiter geht's auch mit dem Video. So, und zwar geht ihr erstmal auf die Sinusboard Homepage und ladet euch das Sinusboard nochmal runter. Falls ihr das schon gemacht habt, installiert es einfach und macht dann vor eurem Installationsordner, macht ihr eine 2 dran. Das heißt Sinusboard 2. Ich zeige das Ganze mit dem dritten, und zwar, wo ist der Ordner? Hier, dieser PC, lokaler Datenträger, beziehungsweise, nein, tut mir leid, Downloads, wählen wir Sinusboard Setup aus, gehen auf Ausführen, gehen auf Weiter, gehen auf Annehmen. Aber vorher muss noch TeamSpeak installiert sein, ganz wichtig. Dann klickt ihr auf Weiter und klickt auf 3, das ist jetzt mein dritter Sinusboard. Also das ist mein 2, 4, mein 6. Dann klickt ihr auf Installieren. Das Ganze installiert sich natürlich. Lädt und lädt und lädt. Dann klickt ihr auf Fertigstellen. Da ja schon der erste auf 8087 läuft und der zweite auf 8080, können wir den dritten, also den hier, den müssen wir noch auf 3 umbenennen, sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Das ist nämlich sehr unpraktisch dann. Machen wir so, gehen wir erstmal auf den ersten Sinusboard wieder, zack, und machen den wieder auf das Desktop. So, und den nehmen wir wieder Sinusboard. So, scheiße, haben wir gelöscht, ne? Scheiße. So, umbenennen. So, jetzt haben wir 3 Sinusboards, und wie machen wir das Ganze? Und zwar gehen wir auf den dritten Sinusboard, also Sinusboard 3, und dann klicken wir erstmal auf die Config. Dort werden wir den Listenport auf 8081 umstellen, klicken auf Save. So, nachdem das Ganze fertig ist, ist das Ganze sehr kompliziert, auch für hier unten, weil es laufen 2 Sinusboards und ihr wisst nicht, welcher ist. Das ist die Scheiße. Jetzt klicken wir auf Sinusboard 3. Und jetzt müsste nicht bei Windows 10 gleich ein Fenster kommen und bei Windows 8 auch. Jetzt klicken wir da drauf auf diese Einstellung, dass wir direkt in den Server reinkommen. Und jetzt gehen wir hier auf Settings nochmal. Dann haben wir die 8081, klicken auf User Account, den Stift. Und geben unser neues Passwort ein. So, Save Changes. Perfekt. Schließen das Ganze. Schließen, also oder minimieren den V-Server. Klicken auf den Google Chrome Browser und geben die IP-Adresse ein. In dem Fall weiß ich die gar nicht. Ah, hier. Und dann wählen wir 8080 aus. Das müsste nicht gehen. 8080 geht, glaube ich, gar nicht. Was haben wir denn noch genommen? 8080. Was hat denn alles für IP-Adressen genommen? Ich habe gerade keine Ahnung mehr. Wartet mal. Die 8080, die 8087 haben wir genommen. Die 8088, genau. 8080 ist nämlich, ich glaube, Minecraft. Jetzt gehen wir hier unsere Daten ein. Klicken auf Login. Klicken auf Settings. Machen erstmal auf Deutsch. Zack. Jetzt können wir Instanzen hinzufügen, den wählen wir aus, klicken auf Instanzeinstellungen und nennen den jetzt erstmal Musik 2. Dort nehmen wir ihn auch, Musik Hashtag 2, da wir ja schon auf unserem TeamSpeak Server einen Musikbot haben, der sich in Musik 1 befindet, machen wir direkt noch einen zweiten Channel, zack, zack, Channel erstellen, Musik Hashtag 3, 2, klicken auf Permanent, machen die Audio auf 10, Zack, die Rechte machen wir wie auf Musik 1, nämlich auf
Rechte. Ach so, hier, die Talk Power, die brauchen wir auf jeden Fall. Die müsst ihr Musikboard auf jeden Fall übersetzen. So. So, klicken auf OK. Channel created. Den move wir jetzt einfach hier hoch. Und hat den Musikchannel. Zack. Channel edited. Haben den zweiten Musikchannel. Perfekt. Dann klicken wir auf den Google Chrome Browser hier. Zack, 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 zack. Bla 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 bla. Machen die erstmal aus. Den machen wir an. Klicken wir auf Speichern. Starten den direkt. Und er müsste auch hier in der Gangswelt demnächst kommen. Bingo. Jetzt gehen wir hier drauf. Persönliche Einstellungen, Instanz Einstellungen, genau, jetzt gehen wir hier drauf und wählen jetzt unter M Musik 2 aus. Wenn wir das gemacht haben, klicken wir nochmal auf Änderungen speichern. Der Schnellchannel ist natürlich Musik 2. Bingo. Ja, es ist einfach, ich hab ihn nicht gemoved, meine Damen und Herren. So, und jetzt können wir noch ein Admin-Bot hinzufügen, der alles macht, was du machen willst. So. Jetzt werden wir aber noch erst in die rechte gehen, Servergruppen klicken auf Musikboard und machen auf List. Die kopieren wir uns mal. Steuerung, zack, zack. Machen das rein. Schließen. So, perfekt. Jetzt klicken wir auf Musik. Und jetzt können wir hier Radio, Musik hinzufügen. In dem Fall würde ich mal sagen, nehmen wir NCF. Vielleicht gibt es da was. Nein. No Copyright. Gibt es auch nicht. Das heißt, wir werden hier einen Mix reinmachen. Oder geht auch URL hinzufügen? YouTube Links oder Links zu anderen Links funktioniert nicht. Nur Streaming Award. Ach doch, wir können eins hinzufügen, und zwar mein Webradio, jenagaming.de, meine Damen und Herren. Oh fuck, das gibt's ja gar nicht. Doch, per Rolle. Wir gehen jetzt erstmal auf Loud FM, klicken auf Suche und geben wir ein jenagaming. So suchen wir jenagaming.de Radio. Und jetzt klicken wir hier drauf. Und jetzt werden wir hier den rauskopieren, zack, zack, URL hinzufügen, zack, jenagaming.de Radio, no copyright sounds, hinzufügen. So, und der spielt jetzt noch copyright sounds, meine Damen und Herren. Doppelklick darauf einmal, die Lautstärke machen wir mal auf 30, müsste vollkommen reichen. Jetzt gehen wir auf Teamspeak und klicken auf den Musikchannel. Und wir hören nichts. Sound resumed. Aber wir müssen noch die Rechte geben unter Musikboard. Und jetzt hören wir. So, jetzt können wir noch über Towns hören. Das Ganze hat sich noch im Stream eingefügt. Das heißt, wir haben ja insgesamt 6 Musikboards. Das heißt, hier kommen 3 Stück rein. 2, genau, 1, 2, 1, 2 und nochmal 2 Livestream eventuell oder einen. Und auch nur Copyright, also mit den gleichen eigentlich. Und wenn ihr sagt, ja, ich möchte meine ganzen Plugins mit runterziehen, kein Problem. Ihr geht auf euren V-Server. Ach fuck, das ist der falsche. So. Dann warten wir. Ich weiß auch nicht, warum das Fenster dann kommt. Okay. Ich weiß auch nicht, warum das Bild hier dann abstimmt. Egal. So. Hallo. Du mich reagieren auf mich? Ach, stimmt. Das ist ja Remote. Stimmt. Das ist ja so kacke gerade. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt. Egal. Auf jeden Fall, wenn wir das haben, gehen wir auf den Sinospot, auf den ersten Sinospot, was wir haben, wo die ganzen Plugins und so drauf sind, klicken auf Scripts. Dort haben wir ja jede Menge Scripts. Und die drücken einfach Steuerung C, gehen auf den Sinuspot 2, Datenpfad öffnen, Scripts, Steuerung A, Steuerung V, ersetzen, Sinuspot 3, Datenpfad öffnen, Scripts,
Steuerung A, Steuerung V, ersetzen. Jetzt haben wir alle 6 Bots dieselben Plugins erstmal so gesehen drauf. Denn wer sich kein Musikbot leisten möchte, weil die eh zu teuer sind, kann das gerne so tun. Und da sind wir auch am springenden Punkt, meine Damen und Herren. Und zwar hosten sie demnächst auch Simus-Bot-Server. Also Musikbots. Für 1,50 pro Monat. Ebenfalls, schauen wir mal kurz nach. Die Homepage ist übrigens schon online, auf dem minusgaming.de ist schon online. Schauen wir mal, was wir noch im Angebot gerade haben. Was haben wir denn im Angebot? In unseren Angeboten. Die Server sind wir 14, 13 Euro. Ja, 45, 70, okay. 21, 30, 36, 15, 20, 15, 15. So könnt ihr auch Teamspeak-Server übrigens hosten. Also ihr müsst es extra woanders noch installieren. Normalerweise dürfte das funktionieren. Dann müsst ihr bloß den Teamspeak-Port ändern. Normalerweise dürfte das ohne weiteres funktionieren. Müssen wir auch mal gucken. Vielleicht nicht da was, dann können wir das Video machen. So. Hosting-Pakete, bla 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 bla. Teamspeak-Musikbot-Angebote. Genau, 1,50 pro Bot. 7 Euro pro. Warte mal, was? Achso, 7 Gigabyte, Leute. Genau. Jetzt haben wir es. Pro Bot 1,50. 1 Gigabyte inklusive auf Prepaid-Basis. Pro Monat 7 Euro für 5 GB Speicherplatz für ein Bot. Also, Ding. 6 Monate 9 Euro pro Bot für 1 GB inklusive 6 Monate lang. Also einmalig 9 Euro für 6 Monate, also ein halbes Jahr. Ein Jahr lang 18 Euro für ein Bot. So, Minecraft-Server-Angebote. 5 Euro pro Monat haben wir einen drin für 2 GB RAM und 50.000 mit Webinterface. 7 Euro haben wir noch einen dabei mit 3 GB RAM und 75 Slots Webinterface. Und 10 Euro mit 4 GB RAM und 100 Slots plus Webinterface dazu, meine Damen und Herren. Und dazu könnt ihr euch noch eine Domain kaufen. Klickt einfach auf Jetzt kaufen, gebt euren Vor- und Nachnamen, eure E-Mail, eure PaySafeCard-Code und eure Wunschdomain mit .de, .com oder .net oder was weiß ich. Oder also Punkt oder und .net. Also es ist egal, was ihr nehmt. Ob .de, .com oder .net eben. Die Angebote von Sony-Game.net sind noch nicht fertig. Also wer da jetzt schon mal was kaufen möchte, leider nein. Da muss ich noch, wie soll ich sagen, bei Summary fragen, also meinen Kollegen, wie er das jetzt machen möchte, welcher Rang was hat und wie viel die kosten. Dann kann ich euch erst die Preise so gesehen sagen, so was ich aus dem Kopf weiß, dies und das. Und von daher passt es auch. Und falls ihr auch auf meinen Minecraft-Server kommen wollt, da es ja ein ganzes Serverprojekt ist. Haben wir hier Angebote von summer-game.net und dazu haben wir noch meinen Minecraft-Server. Meine Damen und Herren, ja, ihr wisst Bescheid. Das heißt, wir können wieder unter uns zocken, live streamen und so weiter. Vielleicht zocken wir ja auch im Livestream Minecraft. Hier. Wer weiß das schon? Ja. Und falls ihr Spiele kaufen möchtet, klickt auf zum offiziellen Partner hier. Einfach draufklicken. 10-mal wurde hier schon was verkauft auf dieser Homepage. 3-mal über YouTube. Und 47 mal direkt. Das heißt, ihr klickt ihr einfach auf den Link. Wo habe ich denn das? Ist das nicht das? Slash Fragezeichen? Nein, schauen wir noch mal kurz vor. Bye. Da, 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 da. Ah, hier ist das. Zack. Hier hat ihr zum Beispiel Modern Warfare Beta für 3 Euro, Balance für 54 Euro, NBA 2020 für 36 Euro und die Spiele könnt ihr auch alle bei mir auf der Homepage ab vielleicht nächste Woche kaufen. Ja, da müsst ihr nicht immer auf die Umwege gehen. Und dann würde ich sagen, das war's hier mit dem Video. Ich bin Jena, ich bin raus. Habt noch einen schönen Tag. Auf jeden Fall schaut mal bei Instant Gaming vorbei. Oder auf meiner Homepage, gaming.de. Und dann würde ich sagen, das war's hier mit dem Video. Ich bin ja nicht mehr raus. Bis dahin, haut rein und denkt an den Livestream. Und bis dahin, ciao.